uns und wir drehen heute einen Film für euch. Heute geht es um Manipulation. Viel Spaß bei unserem Film. Neulich bei Connected TV. Frau Chefin, die neuen Quoten. Ach du meine Güte, wir haben gar keine Einschaltquoten. Wie gibt es denn das? Wir müssen etwas unternehmen, definitiv. Versuchen wir es doch mit Manipulation. Manipulation? Was ist das? Haben wir da nicht diesen Experten im Archiv? Was? Wir haben einen Experten? Wie lange denn schon? Ich weiß nicht, der war schon da, wie wir das Gebäude übernommen haben. Ich glaube, der hat nie Gehalt bekommen. Egal, gehen wir runter. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich muss unbedingt wissen, was Manipulation ist. Manipulation ist Verfälschung von richtigen Daten, um jemanden zu beeinflussen. Gut, Gott sei Dank wissen wir das jetzt, was Manipulation ist. Sagen Sie sofort allen Mitarbeitern, ab sofort wird nur mehr noch mit Manipulation gearbeitet. Okay, sehr wohl, Chefin. Man kann zum Beispiel durch Umfragen manipulieren. Wir sollen eine Umfrage machen, damit wir bessere Einschaltquoten bekommen. Wie sollen wir das nur machen? Wir brauchen eine gute Frage. Fragen wir Leute, die unseren Sender gut finden. Damit können wir sie vielleicht überzeugen. Was sollen wir aber machen, wenn sie Collective TV nicht gut finden? Dann müssen wir eben die richtigen Leute fragen. Aber wie erkennen wir sie? Nehmen wir halt Leute aus unserer Zielgruppe, also die Jüngeren, und stellen wir ihnen eine Suggestivfrage. Also finden sie Collective TV nicht auch super? Sehr gute Idee, aber so einfach ist das nicht. Dann schneiden wir einfach die Personen raus, die die falsche Antwort geben. Das ist aber zu viel Arbeit. Komm mit, ich habe eine bessere Idee. Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Auf alle Fälle. Finden Sie nicht auch, dass Collective TV einfach super ist? Ja, auf alle Fälle, ist die beste Sendung überhaupt. Entschuldigen Sie, ja. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sicher. Finden Sie nicht auch, dass Collective TV einfach super ist? Es ist mein absoluter Lieblingssender, er ist einfach voll cool. Dankeschön. Wiederschauen. Entschuldigen Sie, ja. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, sicher. Finden Sie nicht auch, dass Collective TV einfach super ist? Ja, eine sehr tolle Sendung. Danke. Entschuldigen Sie, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sicher. Finden Sie nicht auch, dass Collective TV einfach super ist? Ja, diese Sendung ist voll super. Dankeschön. Hoffentlich gefällt der Chefin unsere Umfrage. Ja schon, aber war das wirklich richtig, was wir getan haben? Ich meine, es war Manipulation. Und immerhin haben wir uns Antworten erkauft. Die Frage ist, ob die Zuschauer das merken. Ja, es ist oft nicht einfach, Manipulation zu entdecken und sich seine eigene Meinung zu bilden. Die Zuschauer müssen selbst gut aufpassen und selbst mitdenken. Aber hoffentlich nicht bei unserer Umfrage. Natürlich waren diese Szenen nur gespielt. Aber wer weiß, ob es im richtigen Leben nicht auch so verläuft. Also passt gut auf. Außerdem kann man noch mit Bildern manipulieren. Kürzlich in der Abteilung für Nachrichten bei Collective TV. Ah, eine Nachricht vom Chefredakteur. Oh, was hat er denn geschrieben? Er will, dass wir die Nachrichten ein bisschen sensationeller gestalten. Na, und was genau sollen wir da machen? Naja, er schreibt, wir sollen Bilder verändern. Ist das nicht Manipulation? Ja, sicher ist das Manipulation, aber wenn es die Quoten erhöht. Ja, und was machen wir jetzt? Ich hab's. Kommt, geht's mit. Im EDV-Saal von Collective TV werden aus gewöhnlichen Fotos Sensationen. Das wird eine super Story. Hallo und herzlich willkommen bei den täglichen Collective TV Nachrichten. Wir beginnen mit einer erschütternden Nachricht über den künftigen Thronfolger und seine geliebte Kate. Denn die Hochzeit von Kate Middleton und Prinz William fällt buchstäblich ins Wasser. Eine Flutwelle, die von einem Erdbeben ausgelöst wurde, überschwemmte gesamt Großbritannien. Hier im Hintergrund sehen Sie ein aktuelles Satellitenbild der Katastrophe, die Großbritannien erschüttert. Die zweite unglaubliche Nachricht des Tages ist, dass der berühmte Rockstar David Harry heute um 13.45 Uhr beim Times Square gesichtet wurde. Er kam angeblich 2001 bei einem Autounfall ums Leben. Im Hintergrund sehen Sie wieder den aktuellen Schnappschuss von dem berühmten Rockstar. Das war's für heute von den neuen und besseren Collective TV Nachrichten.
Na, liebe Zuschauer, haben euch diese Nachrichten interessiert? Natürlich war nichts davon wahr. Manipulation von Bildern werden in vielen verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Ebenen durchgeführt. Aufgrund dessen nutzen Machthaber die Tatsache, dass Bilder schneller als Fakten in Worten von den jeweiligen Betrachtern aufgenommen werden. Menschen glauben einfach immer das, was sie sehen. Es gibt aber auch noch viele andere Möglichkeiten zu manipulieren, wie zum Beispiel durch Töne. Zu mehr haben wir leider heute keine Zeit mehr. Hier, bitte sehr, Frau Chefin. Ah, jetzt bin ich reich. Gott sei Dank, dass die Einschaltquoten von Collective TV ins Unendliche gestiegen sind. Jetzt kann ich mir sogar einen Bodyguard leisten. Hey, hey, keine Aufnahme. Hallo, wir haben heute in einem Studio gedreht. In diesem Film ging es darum, wie Manipulation funktioniert. Manipulation war in unserem Fall etwas Gutes, aber man sollte Acht geben, dass man nicht manipuliert wird. Und wie kann man das machen? Naja, man kann zum Beispiel Medien vergleichen. Da sieht man dann, ob jemand besonders von der Wahrheit abweicht. Also, lasst euch nicht manipulieren. Das war's von unserem Film und tschüss!